Herzlich willkommen zu Let's Talk About Science, der Talkshow über die Fachbereiche der Universität Bremen. Unserer Welt liegen eine Vielzahl physikalischer Grundgesetze zugrunde. Diese werden im Fachbereich 1 Physik, Elektrotechnik erforscht und angewandt. Zum Gespräch darüber begrüße ich meine Gäste, Professor Dr. Jens Falter. Sie sind Dekan des Fachbereichs sowie Professor für Experimentalphysik. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Außerdem zu Gast Monty Drexler. Sie studieren Physik im Vollfach und schreiben aktuell an ihrer Masterarbeit. Ebenfalls herzlich willkommen. Herr Falter, die Aufteilung des Fachbereichs in Physik und Elektrotechnik, kann man diese Aufteilung im weiteren Sinne als eine Aufteilung zwischen Theorie und Praxis verstehen? Das wäre eine sehr grobe Linie und zu einfach. Also tatsächlich ist die Elektrotechnik von ihrer ganzen Auslegung her viel angewandter als die Physik, aber auch in der Elektrotechnik gibt es theoretische Abteilungen oder Abteilungen, die sich mit theoretischer Elektrotechnik beschäftigen. In der Physik gibt es aber auch eine Aufteilung zwischen Theorie und Experiment oder Theorie und angewandten Aspekten eher. Also auch in den Experimentalphysikbereichen gibt es wieder solche, die weiter weg sind, eher bei der Grundlagenforschung, und solche, die stärker in Richtung Anwendungen gehen. Das ist also eine ziemlich komplizierte Linie, die da durch den Fachbereich läuft. Alles klar. Und welches Forschungsthema bewegt den Fachbereich aktuell am meisten? Es sind eine ganze Reihe von Forschungsthemen. Wir haben ja unterschiedliche Fachausrichtungen innerhalb der Physik und auch innerhalb der Elektrotechnik. Zwei Themen, die man jetzt als sehr aktuell vielleicht ansehen würde, sind die Klimaforschung einerseits, das ist ein großes Feld innerhalb der Physik, oder auch die Forschung in dem Sektor Industrie 4.0, also praktisch die Vorbereitung der vielleicht schon begonnenen vierten Revolution der Industrie. Das ist interessant. Bleiben wir erstmal beim Klimawandel. Da wird sich die Forschung ja wahrscheinlich nicht mehr auf das Beweisen konzentrieren, sondern der Fokus liegt ja wahrscheinlich daran, gegen den Klimawandel anzugehen. Dafür ist es bestimmt wichtig, das Klima, also nicht das Wetter, sondern das Klima vorhersagen zu können. Dazu kann man erwähnen, dass im Fachbereich 1 Veronika Eiring in diesem Jahr für ihre Innovation auf dem Gebiet der Klimaprognose mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet wurde, dem wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland. Ein kurzes Porträt zu Veronika Eiring haben wir jetzt hier als Einspieler. Den Klimawandel in dem komplexen System Erde mit all seinen Wechselwirkungen und Rückkopplungen genauer zu verstehen und vorherzusagen, das ist mein Forschungsgebiet. Wir fragen uns, welche Prozesse für die Unsicherheiten in den Klimavorhersagen verantwortlich sind. Warum zeigt sich beispielsweise bei einer Verdopplung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre eine große Spanne von 2 bis 5 Grad Temperaturerhöhung in den verschiedenen Modellen? Und wie ändert sich dabei die Effektivität der Pflanzen, Kohlenstoff über Photosynthese aufzunehmen? Mit unserer Forschung reduzieren wir Unsicherheiten in Klimavorhersagen. Dies erreichen wir, indem wir Modelle und Beobachtungsdaten mittels innovativer Methoden und Verfahren der künstlichen Intelligenz kombinieren. So quantifizieren wir auch den Einfluss des Verkehrs und anderer Emissionsquellen und liefern wichtige Grundlagen für politische Handlungsoptionen. Wir führen gerade ein gewagtes Experiment mit unserem Planeten durch. Mit der virtuellen Welt des Klimamodells können wir aufzeigen, wie eine Zukunft mit und ohne Klimaschutz aussieht. Diese Auszeichnung ist ein großer Erfolg, natürlich für Frau Eiring, aber bestimmt auch für den gesamten Fachbereich. Was bedeutet es Ihnen als Dekan, dass diese Auszeichnung in Ihrem Fachbereich erlangt wurde? Das bedeutet uns sehr viel, also nicht nur mir, sondern dem ganzen Fachbereich. Frau Eiring hat ja lange Zeit bei uns im Fachbereich gearbeitet. Sie ist seit einiger Zeit auch wieder bei uns als Kooperationsprofessorin tätig. Hauptsächlich ist sie im DLR tätig, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aber
Die Auszeichnung an sich ist natürlich also ein Riesenereignis für uns. Damit wird eine junge Wissenschaftlerin ausgezeichnet, die sich seit Jahren intensiv diesem Thema zugewendet hat und von einer ursprünglich sehr lokalen Betrachtung von Emissionsproblemen, nämlich von Schiffen ausgehend, ihre Modellbetrachtung sukzessive erweitert hat auf das gesamte System Erde und damit beiträgt zu einer genaueren Vorhersage von Klimaprognosen. Die Problematik dabei ist, das klang auch eben im Film an, dass diese Modellvorhersagen sehr weit auseinandergehen noch. Also ein Unterschied von 2 bis 5 Grad Erderwärmung ist natürlich ein Riesenunterschied. Und es ist wichtig, da eine stärkere Genauigkeit zu bekommen, was aber extrem schwierig ist. Und die Ansätze, die sie vertritt, nämlich die Kombination von kleinskaligen Klimavorhersagen mit groben Modellen, die für die gesamte Erde laufen, mit künstlicher Intelligenz, ist ein Ansatz, der sehr vielversprechend ist und die Genauigkeit in Zukunft deutlich steigern wird. Das spendet auf jeden Fall Hoffnung für die anstehenden Jahre. Herr Drexler, Sie schreiben, wie gesagt, aktuell in Ihrer Masterarbeit. Was ist das Thema Ihrer Arbeit? Also ich befasse mich mit Nanolasern. Laser kennt ihr ja vielleicht zumindest von einem Laserpointer. Vom Grundprinzip her ist das genau das Gleiche, nur Nano, das sagt schon, dass die sehr klein sind. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, die sind so groß wie das Hundertstel der Breite von einem menschlichen Haar. Also wirklich winzig. Und uns geht es in erster Linie darum, zu verstehen, wie funktioniert das. Also erstmal kann ich euch sagen, dass es zu verstehen, wie so ein normaler Laser funktioniert, das ist nicht so einfach. Das kann man nicht mal eben in 3 Minuten erklären. Und dadurch, dass das so klein wird, da wird Quantenmechanik relevant und dadurch können nochmal ganz neue Effekte auftreten. Und ja, ich bin mehr in der Theorie zu finden und da geht es in erster Linie darum, das zu verstehen, wie das funktioniert, was so ein Laser überhaupt ausmacht. Also was ist der Unterschied jetzt zwischen Laserlicht und dem Licht, das hier aus dieser Lampe rauskommt. Da sind wir selber jetzt nicht so nah an der Anwendung dran. Es wäre jetzt aber möglich, dass das so Grundlagenforschung für zum Beispiel einen Quantencomputer. Sowas gibt es ja auch noch nicht so richtig. Aber da könnte so etwas in vielen Jahren mal Anwendung finden. Also auch potenziell vielseitig anwendbar. Ist die Suche nach dem Verständnis, ist das quasi Ihr Antrieb für das Studium auch? Ja, auf jeden Fall. Also mir macht das Spaß, da was zu verstehen. Dazu fällt mir ein Zitat ein, nämlich, wie war das? Understanding is a lot like sex. It's got a practical purpose, but that's not the reason why people do it normally. Und da würde ich sagen, das ist der Grund, aus dem ich das mache. Und ja, ich sehe keinen Grund, aus dem sich das irgendwann mal ändern sollte. Das ist ein sehr schöner Gedanke zu dem Thema auf jeden Fall. Herr Falter, gehen wir nun vielleicht rüber zum Bereich der E-Technik mehr, verlassen ein bisschen die Physik und nehmen wieder Bezug auf ein Thema, das Sie eben schon gesprochen hatten, die Industrie 4.0. Was hat es damit auf sich und vielleicht ganz plump gefragt, was waren denn Industrie 1 bis 3.0? Ja. Der Begriff Industrie 4.0 wurde geprägt, also erstmalig, um eine industrielle Veränderung quasi anzukündigen, vorzubereiten. Die Idee dahinter ist, dass sich in den nächsten Jahren sehr viel ändern wird in industriellen Abläufen und diese Änderung auch jetzt schon beginnt. Kurz, die Industrie 1.0 war die Einführung der Dampfmaschine, 2.0 das Fließband, 3.0 war die Einführung von Computern in Arbeitsprozesse und 4.0 ist jetzt die komplette Digitalisierung der Arbeitswelt, also die Vernetzung von extrem vielen Arbeitsschritten und Arbeitsprozessen über die IT, die schon da ist. Insofern wäre es vielleicht auch eher 3.1. Aber 4.0 lässt sich gut vermarkten, hat auch viel Interesse geweckt an diesem Thema und ist eines, was wirklich für die industrielle Ausrichtung der Zukunft extrem wichtig ist. Wenn Sie Fernsehberichte beobachten, dann gibt es jetzt zum Beispiel ein neues Werk von Bosch in Sachsen, was fast ausschließlich mit Robotern betrieben wird. Und dafür braucht man solche Prozesse. Sehr interessant.
Sie haben am Fachbereich eine Vielzahl an Instituten, sprich Institute, die selbstständig sind, aber an die Universität Bremen angegliedert. Inhaltlich geht es da von Strahlentechnik über Windenergie bis hin zur Polarforschung. Ist diese thematische Vielfalt im Studium auch so wiederfindbar? Ja, das ist sie. Diese Verbindungen zu den An-Instituten laufen normalerweise über die Einrichtung von Kooperationsprofessuren. Das heißt, Menschen, die dort leitende Funktionen innehaben, haben gleichzeitig eine Professur an der Uni Bremen mit einem geringeren Lehrauftrag dann natürlich, als ein regulärer Professor oder Professorin in Bremen hat. Und das sind typischerweise 2 Semesterwochenstunden oder 4, also etwas wie ein Viertel oder die Hälfte dessen, was die anderen Kollegen machen müssen. Und darüber bringen sie sich natürlich auch in die Lehre ein und vor allem in den Bereichen, in denen sie selber forschen, weil sie natürlich auch ein Interesse haben, Masterstudierende zum Beispiel anzuwerben, die dort dann Themen in der Forschung auch bearbeiten und dann Grundlagenforschung weiterbringen können. Das ist also eine Win-Win-Situation zwischen Universität und den An-Instituten. Und das läuft in allen Bereichen sehr gut. Also es gibt viele Studierende von uns, die zum Beispiel am Alfred-Wegener-Institut ihre Abschlussarbeiten durchführen oder auch im BIAS, was Sie schon genannt haben, was Strahlentechnik macht. Also auch viele Optionen für Studierende, auch potenziell praktische Erfahrungen zu sammeln in einem ja vermeintlich eher theoretischen Feld der Physik. Wie hält es sich allgemein in Ihrem Fachbereich mit Theorie, Praxis? Ja, es klingt immer wieder so an, dass Theorie so wichtig wäre, aber tatsächlich ist es so, dass es sich schon sehr die Waage hält. Also wir haben, wenn man sich das anschaut, mehr Arbeitsgruppen, die angewandt Forschung betreiben, als solche, die Grundlagenforschung betreiben. Aber das geht schon Hand in Hand. Das, was Herr Drexler erläutert hat, zum Beispiel diese Entwicklung von den Nanolasern, kann sehr schnell auch praktische Impulse geben für Experimente. Also wenn da eine neue Idee auftaucht, dann kommen Experimentatoren, die sagen, das wollen wir jetzt aber mal ausprobieren. Und aus so einem Experiment kann dann relativ schnell auch eine Anwendung resultieren, dass so etwas dann in Bauelementen eingebaut wird, zum Beispiel in die Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen eines künftigen Computers oder ähnliches. Also kann man nicht das eine ohne das andere denken? Das gehört zusammen, auf jeden Fall. Alles klar. Herr Drexler, Sie haben selber gesagt, Sie sehen sich in der Theorie verankert. Wie kam es dazu, konnten Sie sich da selber zu entscheiden im Studium? Ja, das war meine ganz freie Entscheidung. Da erinnere ich mich noch an die theoretische Physik 2, die Mechanikvorlesung, in der ich gemerkt habe, dass ich genau das Richtige studiere und dass ich das weiterhin machen möchte, weil das so, das ist alles schon sehr alt, was mit Newton anfing, wo ich mir denke, das sind so coole Theorien und das macht mir Spaß und da will ich selber auch dran weiterarbeiten. Im Bachelorstudium war das bei uns alles noch ziemlich vorgegeben, aber im Master haben wir eine extreme Freiheit, was die Wahl der Kurse angeht. In meinem Fall bin ich mit einem Experimentalphysikmodul durchgekommen. Entschuldigung. Und konnte mir das ansonsten alles sehr, sehr frei zusammenbauen, dass es im Endeffekt nur darum geht, dann auf die richtige Anzahl Credit Points zu kommen. Das klingt super. Neben der Freiheit im Fachbereich, Herr Falter, was macht das Studium an der Universität Bremen noch besonders? Gut, also einen wichtigen Aspekt, finde ich, hat der Drexler genannt. Wir bemühen uns wirklich darum, dass die Studierenden ihrer Neigung entsprechend wählen können und ihre Zukunft gestalten. Aber was macht das Studieren im Fachbereich jetzt besonders? Das ist zum einen eine sehr gute Betreuungsrelation. Umgekehrt heißt das, wir haben nicht so viele Studierende, wie man von uns erwartet. Das ist ein langjähriges Problem, was sich auch nicht so einfach lösen lässt. Aber die Studierenden, die kommen, finden eigentlich ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Das heißt, eine hohe Anzahl von Professorinnen und Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um sie bemühen in verschiedenster Form. Das ist das eine. Und das andere ist doch ein recht großes Spektrum an unterschiedlichen Fachausrichtungen. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen. In der Elektrotechnik haben wir 5 verschiedene Institute, die sehr unterschiedliche Aspekte bearbeiten, von Industrie 4.0 bis hin zu Raumfahrtthemen, zu Kommunikationsthemen wie das Internet oder die Smartphone-Protokolle der Zukunft werden da entwickelt. In der Physik geht es von Biophysik über Umweltphysik bis in die Festkörperphysik. Das, was Herr Drexler erläutert hat, gehört in die Festkörperphysik, wo kleinste Strukturen auf der Basis von kleinen Kristallen
aufgebaut werden. Also es sind sehr breite Spektren, die wir da abdecken. Wir haben auch Arbeitsgruppen, die in der Neurophysik arbeiten, wo es also um das Denken an sich geht. Wie funktioniert das eigentlich? Es ist also schon ein recht breites Spektrum. Also ein riesiger Fachbereich mit einer auch riesigen Freiheit anscheinend, sich selber zu spezialisieren. Ja. Kommen wir nochmal auf den Betreuungsschlüssel zu sprechen. Es ist absolut ja auch im Interesse der Studenten, je besser der Betreuungsschlüssel ist. Aber ich möchte auf die Anzahl Studenten tatsächlich zu sprechen kommen, denn die Abbrecherquote in Ihrem Fachbereich beträgt tatsächlich nach dem ersten Jahr bereits 50%. Wie geht man damit um? Sehen Sie das als notwendige Eintrittshürde in das Forschungsgebiet? Das ist eine schwierige Frage. Wir haben uns mit der Frage auch schon tatsächlich sehr lange beschäftigt und ich glaube, ein Startpunkt für die Betrachtung könnte sein, wenn man Untersuchungen, die auch aus dem Bereich der Didaktik stammen, sich anschaut, nach denen die Mathematiknote ein sehr guter Indikator für den späteren Studienerfolg ist. Und zwar, das gilt relativ allgemein, also die Mathematiknote im Abitur. Das gilt für die Physik insbesondere. Und wir dürfen aber natürlich nicht unsere Studierenden nach der Mathe-Note auswählen, sondern das Abitur ist die allgemeine Hochschulreife, alle dürfen studieren. Wir weisen auch die Studierenden immer darauf hin, dass es wichtig ist, gute Mathematikkenntnisse zu haben. Und an der Stelle unterscheidet sich Physik in der Universität stark von Physikunterricht an der Schule. An der Schule lernen viele Physik so kennen, dass Probleme deskriptiv behandelt werden. Man beschreibt ein Problem, umschreibt die Lösung mit Worten und hat es dann qualitativ verstanden. Im Studium geht es aber darum, ein quantitatives Verständnis zu erzielen. Und dafür muss man Mathematik einsetzen. Das ist das wichtige Werkzeug der Physik. Und die Mathematik ist tatsächlich zwar schon ein bisschen älter, fängt auch so bei Newton und so an, aber ist doch durchaus kompliziert. Und es braucht dann auch viel Einsatz, um sich diese Mathematik als Werkzeug zu erarbeiten. Und an der Hürde scheitern viele. Es ist nicht so, dass sie nur in den Modulen der Mathematik dann Probleme haben, sondern eben in vielen Modulen gleichzeitig Probleme erleben und nach einem Jahr dann sagen, das ist nicht das richtige Studium für uns. Wir würden das gerne abkürzen. Wir machen Angebote im Vorfeld und sagen, schaut euch mal, es gibt so ein Online-Modul, was entwickelt wurde von vielen Fachbereichen, schaut euch das an, versucht euch zu erproben, könnt ihr das? Aber das scheinen diejenigen zu machen, die es können. Und so haben wir dann doch einen Teil von Studierenden, die es eben am Ende nicht schaffen und aufgrund dieser Erkenntnis dann nach einem Jahr aufhören. Wir glauben, dass das immer noch besser ist, als wenn sie nach 5 Jahren aufhören. Und insofern halten wir daran fest, die Ansprüche auch im ersten Jahr so zu lassen, wie sie sind, weil die dann wiederum Garant dafür sind, dass man dann auch durchkommt. Diejenigen, die das zweite Studienjahr erfolgreich absolviert haben, die schaffen auch den Abschluss. Das ist das Gute an der Botschaft. Aber es ist natürlich ein Problem. Wir würden das eigentlich gerne lösen, aber wir sind da auch noch nicht zu einer guten Lösung gekommen. Bestimmt. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass ja die Stimmung und der Zusammenhalt im Fachbereich selber anscheinend sehr positiv ist. Wir haben ein paar Bilder, die wir jetzt noch einblenden, zu der Verabschiedung der Studienabgänger im letzten Jahr, die online stattgefunden hat und auch überraschend spektakulär dafür war. Erzählen Sie doch ein bisschen, wie wurde das aufgebaut? Was war die Idee dahinter? Ja, normalerweise haben wir die Verabschiedung unserer Absolventinnen und Absolventen im November. Das ist ein langjährig feststehender Termin und in dem November haben wir es abgesagt, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass das irgendwie geht. Und danach haben wir dann aber angefangen nachzudenken und gesagt, das ist eigentlich unbefriedigend. Warum sollen jetzt diese Jahrgänge nicht irgendwie verabschiedet werden? Und wir haben uns dann überlegt, wir wollen das online wagen. Und haben dafür ein riesiges Zoom aufgesetzt. Also die Kollegen der Theorie haben sich da stark eingebracht. Der Kollege Pawelczyk in dem Fall mit seinem Team. Und die haben einen Zoom-Raum aufgesetzt, der 1000 Zuhörer zugelassen hat. Das war dann wirklich groß genug für alle. Und die Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen haben wir dann so gemacht, dass jeder Betreuer, jede Betreuerin für ihre Absolventinnen und Absolventen ein kleines Video erstellt hat, einen Clip, der dann eingespielt werden konnte. Oder sich live zuschalten konnten, dann auch per Zoom. Und so wurden dann alle verabschiedet. Zwischendurch gab es auch noch Musik, auch übertragen per Video. Das hat besser und schlechter geklappt, aber es gab Musik und das war auch richtig toll. Die Technik war nicht ganz einfach. Die Übertragung von Musik war nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Und am Ende haben wir hoffnungslos überzogen, aber alle waren irgendwie sehr zufrieden. Und es hat auch viel Spaß gemacht, das
mitzumachen, mitzuentwickeln und zu moderieren und einen Beitrag zu geben. Und wir hatten zum Beispiel diesmal einen Festredner, der in Indien war und ein ehemaliger Absolvent unserer Uni ist, aus meiner Arbeitsgruppe tatsächlich. Und der hat die Festrede gehalten, aus Indien zugeschaltet. Und ich glaube, das kam auch bei vielen sehr gut an. Es war also sehr international darüber. Und so konnten dann auch die Absolventinnen und Absolventen dabei sein, die jetzt gar nicht mehr in Bremen sind. Die konnten sich ja auch einfach zuschalten. Also davon werden wir was behalten in Zukunft. Wir werden das versuchen, hybrid zu machen. Also war die quasi die Verabschiedung fast schon inklusiver, als sie sonst war? Ja, das klingt ja wunderbar. Herr Drexler, Sie stehen es nun kurz vorm Ende Ihres Studiums, haben alle Bereiche einmal durch. Was macht für Sie denn das Studium in diesem Fachbereich aus? Also dabei würde ich jetzt gerade im Vergleich zu anderen Universitäten, was ich da mitbekommen habe, sagen, dass wir einen großen Fokus auf die Festkörperphysik haben. Da haben wir zum einen von experimenteller Seite, also auch viele Vorlesungen, die man zum einen im Bachelorstudium direkt mitbekommt, aber auch im Masterstudium gibt es sehr, sehr viele Vorlesungen. Was ich jetzt bei anderen Unis mitbekommen habe, dass es das nicht so viel gibt. Und ja, auch das Institut für Festkörperphysik oder in der theoretischen Physik gibt es auch viele Gruppen, die sich damit beschäftigen. Das würde ich jetzt als, würde ich sehen, dass man da thematisch auf jeden Fall hier bei uns eine sehr gute Ausbildung bekommt. Super. Herr Walter, eine abschließende Frage. Wer sollte Ihrer Meinung nach in Ihrem Fachbereich an der Universität studieren? Welche Art Mensch ist bei Ihnen gut aufgehoben? Alle. Alle, die sich, ja, da, also alle, die ein Interesse am Verständnis von physikalischen Prozessen und ihren Anwendungen haben. Da würde ich jetzt die Elektrotechniker mit einschließen. Die sind stärker anwendungsorientiert, aber im Prinzip wäre das die Beschreibung. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ein gewisses mathematisches Verständnis gehört schon dazu. Alles klar, also Mathematik als Grundlage, ansonsten... Vor allen Dingen würden wir uns freuen, wenn ich sagen darf, wenn mehr Frauen kämen. das ist ein super Abschluss. Ja, Mathematik als Grundlage ist ein sehr vielseitiger Fachbereich mit ganz viel Freiheit im Angebot. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen heute, Professor Dr. Jens Falter und Monty Drexler. Vielen Dank. Ich danke auch. Danke.